So, hier seht ihr das CL35. Das CL35 ist ein ideales Einsteigerklavier. Es bietet mir alles: ein 88-Tasten-Sampling, die Harmonic Imaging Technologie von Kawai. Ich habe ein exzellentes Spielgefühl. Ich kann sehr dynamisch spielen und es ist nicht sehr teuer in der Anschaffung. Das Besondere bei der Tastatur vom CL35 ist, dass sie sich fast wie die Tastatur eines Konzertflügels spielen lässt. Ich habe im Unterbereich eine etwas schwerere Tastatur und im oberen Bereich eine etwas leichter gewichtete Tastatur. Insgesamt ist die Tastatur in vier verschiedene Gewichtszonen eingeteilt. Das ermöglicht mir ein sehr präzises und genaues Spielen, so wie ich es auch bei einem akustischen Klavier gewohnt bin. Das Piano reproduziert den besonderen Klang des Kawai-Konzertflügels. Es stehen mir noch weiter 14 Sounds zur Verfügung. Hier zum Beispiel ein E-Piano. Oder getragene Streicher. Oder das Ganze lässt sich auch kombinieren, Streicher und Klavier. Eine nützliche Funktion ist auch der Rekorder. Hiermit kann ich mein eigenes Spiel aufnehmen und später kontrollieren. Des Weiteren steht mir noch ein Metronom zur Verfügung, was mir den richtigen Takt auch geben wird. Ich kann das mal kurz vorführen. So, jetzt kann ich mein Spielen mir anhören, indem ich einfach die Taste Play drücke. Und das Tolle ist, ich spiele gleich dazu. Das CL35 steckt in einem eleganten Gehäuse mit drei Pedalen, was in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist. Es ist ein ideales Einsteigerklavier, das alles bietet, was ambitionierte Klavierschüler brauchen. Ich werde es noch ein bisschen spielen und Sie machen sich bitte zu Ihrem Kawai-Händler.